Baller meine Packs, die Texte für die Neider. Jacke mit Pelz, die Glanz vom Designer. Wieder mal der beste Ben Dyler. Digga, ich. Zuerst sollte ich euch sagen, es tut mir leid, wenn ich dieses Thema im Deutsch mache und auch viel Fehler gemacht hatte. Dieses Video ist nicht für jemanden, der schon sehr gut Deutsch spricht. Erstmal musste ich jemanden gratulieren, der ein Zertifikat Deutsch erhalten hatte. Auf der anderen Seite, was passiert bei dir, wenn du ziemlich nicht spontan Deutsch sprichst, kein Wort in deinem Kopf etwas zu erklären und kannst nicht auch verstehen, wenn du in Deutschland angekommen wäre? Zertifikat Deutsch ist schon in deinem Hand, aber es kann nicht dir nochmal in Deutschland helfen. Deswegen ist hier Perspektive für dich. Ich hab's euch gesagt, alle. Ich hab schon alles nur durch Handyvideos gefickt, Mann. Ein paar erste Tage in Deutschland musste ich etwas um essen. So muss ich einkaufen gehen. Mùi tiếng Đức là gì nhỉ? Đường tiếng Đức là gì ta? Warum alle sind gleich? Oh, scheiße. Kann jemand mir helfen? Ich kann nicht die richtigen Dinge abholen auf dem Straße. Hallo. Woher kommst du? Bist du neu gekommen? Deutschland ist ganz schön. Viele Studierende kommen hierhin, zu lernen, zu erleben und um seine Karriere zu entwickeln. Naja, habe ich dir ein bisschen empfohlen. Thằng này nói cái quái gì thế nhỉ? Tất cả đoạn trên tao có thể không hiểu, nhưng rõ ràng mình có nghe nó nói là ich mag dich. Nghĩa là nó mắc. Zu Hause bekommst du jeden Tag verschiedenen Brief, was darin geschrieben ist. Worum es geht, musste ich jeden Brief ausmachen und sichtlich lesen, zu verstehen. Sonst kriegst du Probleme wegen der schlechten Deutsch. In Deutschland arbeitet man meistens durch Boss, den du regelmäßig bekommst, zum Beispiel Lohnabrechnung von Bank, Steuernummer, Versicherung, Zahlungsvorderungen von jemandem bis Flyer. Wenn du spät reagierst, kriegst du die Mahnung, dafür du extra bezahlen musst. Während der Schulzeit bist du sicher, dass theoretische Teil irgendwie keine wichtige Rolle spielen, denn man braucht einfach sehr gut im Praktikum zu sein. Es ist total falsch. Wie läuft dein Alltag in der Ausbildung? Hallo! Meine Lieblingsstudierende, endlich müsst ihr meine Vorlesung bestehen, auch von Grundlagen bis Fachgebiet, bevor deine Ausbildung absolviert werden. Nochmal, wenn du in dem Vorstellungsgespräch bist, eine Stelle zu erfüllen. Unser Unternehmen gibt die Möglichkeit für alle Kandidaten, die nur eine Frage beantworten konnten. Das ist genug. Easy. Vor 15 Jahren war ich 15 Jahre alt. 15 Jahre später, wie alt werde ich sein? Mann, thằng sếp này hâm nè. Câu dễ thế cũng đố. 30 tuổi. Sie werden 30 Jahre alt sein. Geradeaus. Und links abbiegen. Und du, meine Zuschauer, was ist die Antwort darauf? Jeder von uns hat unterschiedliche Sprachfähigkeit. Ein findet Deutsch sehr leicht, interessant und ganz schnell zu lernen, während andere damit Stress erfüllen. Ich kann nicht hier schließen, dass welches Method für dich am besten zu üben. Ein Ding kann ich garantieren. Je mehr du Deutsch sprichst, desto verbesserst du es. Grammatik ist auch wichtig zu schreiben, um ganz einen Satz zu verstehen. Trotzdem, mündlich üben bringst du mehr Ergebnis im Leben. Đó là một cái nội dung mà mình nói bằng tiếng Đức và hy vọng các bạn có thể nghe được tiếng Đức bằng giọng của mình. Thì ở trong cái fanpage của mình đó là tất cả những vlog học bằng tiếng Đức mình cũng sẽ up trên đó, mình không up trên kênh YouTube mình nữa nha. Ngoài ra thì mình cũng làm những video dạng hội thoại ở các chủ đề khác nhau, ví dụ như chủ đề vào nhà hàng, chủ đề ra đường phố hỏi đường, chủ đề đi thăm bạn bè thế nọ thế chai, thì mình sẽ up nó ở trên cái fanpage của mình. Các bạn vào phần description có
cái đường link, các bạn vào đó cứ follow thì các bạn sẽ xem những video đó. Vì video nó không được post trên kênh YouTube của mình. Một lần nữa, video đó nó rất ngắn gọn dưới một đoạn hội thoại về các chủ đề khác nhau mà mình dự định sẽ ra. Còn bây giờ thì chúc cho các bạn có một ngày tốt lành ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog